Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live-Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Ivo. Und wie immer rasteln mal die tägliche Routine. 233 ist jetzt mal wieder ein bisschen mehr geworden, dadurch, dass wir neue Charaktere erstellt haben. Willkommen. Handtuchbandana. Und den Radfahrhelm. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Wie immer. Oh, es gibt da was im Einrichtungsladen. Willkommen. Süßigkeitenladen, okay. Dann kaufen wir doch mal. Vielen Dank. Haben wir zwar nicht mehr viel, aber die Einrichtungsdinger sind mir doch am wichtigsten, muss ich sagen. Mal gucken, was in der Boutique so ist. Willkommen. Schlafanzug, den kaufen wir mal noch. Ballonrock und eine Streifenjacke. Da brauchen wir also 120 Vielen oder sowas. Dank. Müssen wir heute vielleicht wieder ein paar Folgen mehr machen. Dementsprechend kommen die natürlich dann auch nach und nach. Gucken wir uns die Nachrichten erstmal an. Willkommen bei den Wii-Nachrichten um 5 Uhr. Raphael wurde heute von ein paar Schafen bedrängt. Ach was. Raphael hielt gerade heute ein Nickerchen im Gras. Beim Aufwachen war er von einer Schafe bedrängt. Ja, geil, würde ich auch Angst haben. Raphael war von der Situation ziemlich überrumpelt. Es hat den Anschein, als fühlten sich die Schafe zu ihm hingezogen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich überlege mir einen guten Kommentar. In der Welt geht es wohl wirklich vorwärts. Ihr habt tolle Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Justin Könnecke und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Alles klar, vielen Dank. So, dann gucken wir mal, was wir für Problemchen haben. Das hier ist schon mal wichtig, das ist ein Streit. Den müssen wir erstmal schlichten. Dann habe ich auch noch jemanden, der einziehen möchte. Neulich musste ich mich wirklich über etwas ärgern. Ja, über was denn? Ich habe mich mit Mark gestritten. Ich bin so wütend. Okay. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Mitgemacht. Versetzen von Essen. Von der Ofenkartoffel vielleicht. Guck mal. Fällt dir nicht? Okay. Das reicht hier wohl jetzt noch nicht. Gucken wir mal wegen der Miesmuschel, ob die noch reinpasst. Das schmeckt hier, das ist gut. Ich bin schon viel ruhiger. Sehr schön. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Ich hoffe doch. In der Dusche wird sich vertragen, beim Marc. Moment der Wahrheit. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Alles gut, alles gut. Sehr gut. Gut gelaufen, sehr Danke. Schön. Wir haben uns vertragen. Gut. Sehr schön. Level up, dann kriegst du auf jeden Fall noch einen Gegenstand von uns. Laptop vielleicht. Guck mal. Sehr schön. Bitte sehr. Ein das kleines wäre nicht Dankeschön. Nötig gewesen. Ein Schiebepuzzle bitte. Eine Nähmaschine, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Jerome. Der möchte nämlich die Haare gefärbt bekommen. Hallo. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Ja, Ebenbild von seit so einer Woche, seit gut einer Woche keine Folge mehr produziert. Ich habe alles voraufgenommen gehabt. Mein Freund. Sollen wir mal gucken, was dir so schmeckt. Meist ist schon mal gut, ich verstehe. So, Minestrone. Sehr gut. Das freut mich. So, dann noch die Haare färben, wie versprochen. Haarfärbespray. Da. Und zwar sollen die ich Haare will aber rot eine echt werden. Coole Haarfarbe, klar. Welche Farbe passt wohl zu mir? Ich denke, das ist das knalligste Rot. Also gut. Dann hau mal rein. Jetzt haben wir grün, rot und blau.
Und rosa haben wir auch noch. Und wie sehe ich aus? Schick, schick. Leider noch kein Level up, schade. So, dann müssen wir mal zu Mr. Gabi. Wo haben wir denn den Mr. Gabi? Da müsste sie doch auch irgendwo sein. Paolo, Unua. Oder hier oben auch? Nee, doch, Tatsache. Ich habe eigentlich gedacht, du wärst ein bisschen früher gewesen. Ich habe mittlerweile echt Schwierigkeiten, mir zu merken, wo alle Leute wohnen. Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Ebenbild von Soefo. Ja, ich weiß. Ich wäre so gern mit Anna befreundet. Ja, ist doch kein Thema. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, lustig, wenn ich lustig mit ihr ist rede? Immer gut. Aufmerksam ist, glaube ich, auch gut. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los. Mach und rede mal mit ihr. Oh je, die hat schon die Hörner auf dem Kopf. Das wird gefährlich. Okay, das hat wohl geklappt. Sehr schön. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Kein Problem. Vielen Dank. Habe ich gerne gemacht. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Okay, was kriegen wir denn? Ein Kaleidoskop, okay. Du hast jetzt noch ein bisschen was zu essen. Bitteschön. Lecker, ne? Das habe ich mir gedacht. Okay, ein Lied wolltest du gerne haben. Das Rocklied, da müssen wir dran denken, dass wir das dann abspielen nachher. Und du wolltest gerne das Mittelalterzimmer haben. Ich habe es nicht vergessen. Mittelalter. Zack, bitteschön. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Das freut mich. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Ja, klar. Du hast übrigens auch noch Platz für drei Gegenstände, also wäre ganz cool, wenn du dir da auch noch mal was einfallen lassen würdest. Hier kann man sich ja gut entspannen. Das ist, naja. Ich finde den Kamin und die Statue cool. Der Rest ist jetzt nicht ganz so mein Fall mit den Ornamenten und Co. Was? Aber gut. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das hoffe ich doch. Schupp, da gab es einiges an Geld. Ja, das Rocklied, da muss ich unbedingt dran denken. Ich glaube, wir erstellen den Tobias dann erst das nächste Mal. Tut mir leid, dass es diese Folge noch nicht klappt. Aber irgendwie sind wir jetzt schon zu lange drin. Das mache ich dann direkt zum Start in der neuen Folge und kümmern uns jetzt erstmal hier noch um die restlichen Bedürfnisse. Und machen das Lied dann noch, ansonsten wird das, wie gesagt, zu eng. Lange nicht gesehen. Ja. Hör mal, wie ich Paolo imitiere. Ich hör zu. Butz. Butz. Na, wie war ich? Täuschend echt, na ja, oder? Verstehe. Oh Mann, das ist so typisch Rektalin. Oh Mann. Ich, in echt mag er auch keinen Mais. Interessant, interessant. Die haben sich bestimmt abgesprochen. So, der JD. Immer noch 7 Tage Regenwetterstimmung, oder wie? Oder bist du krank? Ah, ich bin echt am Ende. Oder ich glaube, er ist erkältet. Ich bin erkältet. Wie schlau ich bin. Bitteschön. Ich glaube, mein Fieber ist gesunken. Das freut mich für dich. Ein Level-Up. Dann geben wir dir doch auch mal ein Lied. Machen wir auch mal das Rocklied, dann könnt ihr vielleicht mal zusammen singen. Das wäre doch auch mal was. Das Rockding hatten wir, glaube ich, als Duo noch bitte nicht. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön.
Danke. Gibt's jetzt noch ein bisschen was hinterher? Bitteschön. Busy Mozzarella. Kann ja nicht schaden. Ziemlich lecker. Gut. Bitte sehr. Ein Schon kleines wieder. Dankeschön. Jetzt nur von dem Mais, unser letzter Mais. Okay. Gut, dann machen wir auch noch mal die Musik kurz an, hören uns euer Lied an. Aber vorher gehen wir in die Boutique. Ich glaube, wir haben genug Geld zusammenbekommen. Willkommen. Zack. Und zack. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Rathaus. Optionen. Sound. Hup. Konzerthalle, bum bum. Mit Band singen. Band gründen. So, wo haben wir die denn? JD, da haben wir ihn. Und den Mr. Gabi, beziehungsweise Herrn Gabi heißt er, glaube ich, oder? Da, genau. Gut, wie soll die Band heißen? Rockisch. Okay. Rock. So. Dann viel Spaß euch beiden. Auf der Bühne. Ich fühle mich gut. Phänomenal. Wenn wir uns sehen, ist alles andere egal. Rock'n'Roll, Baby, wir gehen so ab, wir rocken, Baby, und nicht zu knapp. Rock'n'Roll, Baby, wir tanzen durch die Nacht. Auf jeden Fall. Es kommt mir immer so ein bisschen vor wie 50er Jahre, Rock. Wir müssen erstmal wieder die Musik ausmachen, damit wir das nicht vergessen. Für die, die es noch nicht wussten, YouTube spinnt ein bisschen wegen der Musik, da wohl Nintendo sie geclaimed hat. So, Optionen, Sound, ausmachen, bupp. Für so einen kurzen Moment geht's dann, weil es es nicht dann erkennen tut. Von daher, was soll's? Was haben wir hier noch für Ereignisse? Wörterkette ist blöd, Abendmarkt, das ist doch interessant. Haben wir überhaupt 50? Na, wie sieht's? Willkommen. Haben wir wohl noch? Gut. Erste Item. Jagdkappe. Geode. Und einen Schaumstoff. Komm gerne wieder. Gut, nicht so verkehrt. Da oben haben wir noch ein Spiel, das können wir gerne machen. Geben wir noch ein bisschen Geld zusammen beim Lukas. Lass uns etwas spielen, Ebenbild von Sofie. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Doppelsilhouettenquiz. Die erste Silhouette. Okay. Was für Items sind das? Sanduhr. Sanduhr könnte ein Puddinggebäck sein. Die richtige Antwort ist: Es waren ein Puddinggebäck und eine Sanduhr. Das ist ein seltenes Spiel. Die zweite Silhouette. Was für Items sind das? Das dritte sind Dominostein. Das andere ist ein Steak. Die richtige Antwort ist: Es waren ein Steak und ein Dominostein. Okay. Ich konnte mir da keine Zahnbürste vorstellen. Was für Items sind das? Das ist Zwiebelsuppe. Und das andere dürfen Joghurt sein. Die richtige Antwort ist: Es waren eine Gratta-Zwiebelsuppe und ein Joghurt. Sehr schön, haben wir es geschafft. Hab eigentlich gedacht, dass wir das verlieren, weil das relativ selten ist und schwierig ist.
Ohne Disco-Kugel. Was zum Rock von vorhin? So, dann würde ich aber auch sagen, mach mal an der Stelle erstmal Cut. Ich fange an zu stottern. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und den Tobias erstellen wir dann das nächste Mal, wie schon angekündigt. Bin mir allerdings nicht ganz so sicher, wie mich hier die Angaben auffassen soll. Da müssen wir nochmal gucken fürs nächste Mal. Und in dem Sinne, ciao, ciao und bis dann.